Hallihallo und willkommen bei einem weiteren neuen Let's Play. Ja, es ist mal wieder Zeit, hier ein paar neue Spiele zu starten. Und mit dabei haben wir hier The Long Dark. Und wir sind hier gerade schon auf dem Titelbildschirm. Manche kennen es vielleicht. Das Spiel ist im Moment relativ beliebt auf Steam. Aus einem bestimmten Grund, denn es ist ein knallhartes Survival-Game. Und ja, es befindet sich momentan noch in der Early Access-Version. Man sieht es links oben. Alpha Version 164 oder Version 164. Und ja, wir starten mal mit der Story. Oh, okay, ja, nee. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Wir starten nicht mit der Story. Ein kleiner Cut. Die ist ja scheinbar noch gar nicht verfügbar. Gut, wir starten mit der Sandbox, mit dem Sandbox-Modus. Und wählen mal den Mann. Einfach so, weil ich selbst auch einer bin. Und jetzt können wir hier auswählen Coastal Highway oder Mystery Lake. Den Mystery Lake kenne ich ehrlich gesagt schon, deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Coastal Highway. Ja, man sieht es unten schon am Ladesymbol. Man muss natürlich auch hier in der Wildnis sich ein wenig vor Wölfen schützen. Das wird wohl in diesem nordkanadischen Wald nicht auszuschließen sein. Also ich kann hier nochmal eben vorlesen. Ein mysteriöser geomagnetischer Sturm hat dein Flugzeug dazu gebracht, im nordkanadischen Wald abzustürzen. Wie lange kannst du überleben? Das Spiel ist hier noch im Moment auf Englisch, aber das sollte trotzdem kein Problem sein. Okay, und wir sind hier direkt gestartet. Das Spiel geht direkt los. Es scheint noch relativ früh am Tag zu sein. Wie gesagt, diese Karte hier kenne ich jetzt auch gar nicht. Ich kenne so ein bisschen die Funktion des Spiels, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin hier Profi oder so. Ganz kurz gucken. Mit I kommen wir ins Inventar. Wir haben 30 Kilogramm frei sozusagen. 5 davon sind im Moment schon belegt. Streichhölzer haben wir, ein Anzünder, Jeans, eine Fackel und auch ein paar Antibiotika und überhaupt nichts. Ah nein, das wollte ich überhaupt nicht. So. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Wir gehen hier einfach mal lang. Ziel ist es natürlich, sich hier langsam ein wenig auszurüsten und möglichst lange zu überleben. Und dafür würde ich vorschlagen, gehen wir auch direkt mal da vorne rüber zu den paar kleinen Hütten. Vielleicht findet man da ja was. Und ich sehe links oben ein Haus. Rechts sind scheinbar auch ein paar Häuser. Das ist doch schon mal ganz gut. Komm, wir laufen mal ein bisschen. Dann wird dem Typen vielleicht auch ein bisschen warm. Ich meine, ich würde jetzt nicht gerne in der Jeanshose hier bei Minustemperaturen rumlaufen. Ich weiß gar nicht, sieht man hier irgendwo? Nee, das ist Inventar. Ah, hier mit Tab kommt man rein. Ja, im wird langsam kalt. Und wir haben hier natürlich auch nur begrenzte Kalorien und so weiter und so fort bei minus 20 Grad. Das ist schon nicht ohne. Da wird es Zeit, dass wir hier zu der kleinen Hütte kommen. Ja, ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mal hier mit diesem Spiel an. Ich habe mich selbst dafür sehr interessiert und habe dann erst überlegt, na, spielst du es vielleicht lieber alleine privat? Aber habe dann gedacht, komm, startest du mal so eine kleine neue Let's Play-Reihe. Ich meine, wir hatten ja in letzter Zeit wirklich nur Rennspiele. So, jetzt gucken hier. Hundefutter. Condition 45% ist egal. Das passt schon. Mehr ist hier nicht drin. Nochmal ein paar Streichhölzer. Eine leckere Dose Sprite und ein paar Handschuhe. Und hier unten? Gar nichts. Gut. Aber ich würde sagen, die Handschuhe können wir direkt schon mal anziehen. Ich gehe mit direkt mal Type Clothing.
Wir haben hier die Basic Gloves, die bringen plus 0,9 Grad und die Mittens. Ja, komm, dann würde ich sagen, die Mittens ziehen wir direkt mal an. Uiuiui, und der Typ friert schon ganz schön. Da hinten läuft, glaube ich, schon ein Wolf, oder? Sehe ich das richtig? Es könnte sein. Ich würde sagen, wir gehen am besten mal hoch zu dem Haus. Da dürfte es auf jeden Fall wärmer sein. Oh. Hier ist ja auch ein Wolf. Wo kam der denn jetzt her? Also, mit denen will ich mich jetzt natürlich nicht anlegen. Wir haben ja hier noch gar keine Waffe oder sowas. Freezing, ja, und die Condition geht schon direkt ein bisschen runter. Also, die Condition ist sozusagen der Lebenszustand, wie gut es hier unserem Typen geht. Und je nachdem, wenn er jetzt zu lange friert oder zu lange hungrig ist, kann er natürlich auch mal irgendwann bei drauf gehen. Alter, da hinten geht es ja bis ins Unendliche weiter. Die Karte sieht echt ganz interessant aus. Die andere Karte... Ja, ich weiß ja, dass du frierst. Die andere Karte schien da ein bisschen kompakter zu sein, aber kann auch täuschen, ich weiß es nicht. Misanthropes Homestead. Hat hier wohl jemand gewohnt oder was? Erstmal rings ums Haus herumgehen. Man weiß ja nie. Okay, da scheint es aber nicht lang zu gehen. Ah, unsere Fußspuren. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Und es wird direkt ein wenig wärmer. Und er hat das Spiel scheinbar auch gespeichert. Das ist nämlich gar nicht so leicht, hier immer den aktuellen Zustand zu speichern. Ganz schön düster hier. Newsprint Roll. Ja, damit können wir... Das braucht bestimmt keiner hier. Die Familie scheint weggezogen zu sein. Haben wir ein bisschen Feuerholz. Auch nichts. Mensch. Der Fernseher hier scheinbar auch ein bisschen beschädigt. Oh Mann, und es ist so düster. Ich sehe gar nicht, ob es hier irgendwo... Ob hier irgendwo was ist. Sieht aber nicht so aus. Ein Kühlschrank. Da muss doch jetzt was drin sein, also bitte. Auch nichts. Und das Eisfach? Auch komplett leer. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Kann man hier mal oben die Schränke durchsuchen. Man muss hier wirklich gründlich gucken, weil man weiß ja nie, was man findet. Und ich meine, wenn es hier ums Surviven geht, dann muss man wirklich knallhart sein und hier... What have we here? Sag ich doch, auch wenn die Condition nicht ganz so gut ist. Ein bisschen was zu trinken kann ja nie schaden. Mensch, das Spiel ist aber wirklich ganz schön düster. Ich drehe das mal ganz kurz so ein bisschen heller. Geht das nicht irgendwo? Ah, man kann das gar nicht heller stellen. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Im Ofen ist natürlich bestimmt auch nichts drin. Und hier unten? Auch nichts, Mensch. Das ist ja aber wirklich alles spärlich, mein Gott. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hier so ein Riesenhaus und nichts drin. Ah. Das ist schon mal schön. Da kann man später noch ein bisschen Feuer mitmachen. So, ist hier denn auch noch was? Peanut Butter. 900 Kalorien, das ist auch nicht schlecht. Und die Condition ist wirklich noch ganz gut. Man muss allerdings auch aufpassen, die Condition... Ah, noch ein paar Streichhölzer. Die Condition wird natürlich auch, ja, definitiv schlechter, wenn man unterwegs ist. Also sollte man die Sachen am besten irgendwo an einem Ort lagern. Noch mal ein bisschen was zu trinken. Sewing Kit, damit können wir Sachen reparieren, also Klamotten wieder zusammenflicken sozusagen. Ein Dosenöffner. Der könnte auch ganz schön wichtig werden. Gut, ist hier auf dem Tisch irgendwas? Na, sieht nicht so aus. Genau hier wie im Regal. Ich sehe hier wirklich gerade fast gar nichts, aber... Cabinet Door. Hope nobody needs this anymore. Eine Wollmütze. Naja, der Zustand ist es nicht so toll.
Ein Wollschal. Okay, mehr Sachen sehe ich hier gerade gar nicht zum Plündern. Noch eine Zeitung. Gut, dann gehen wir mal hoch die Treppen. Vielleicht findet sich ja hier noch irgendwas Sinnvolles. Das sieht aber auch nicht so vielversprechend aus. Moment mal, ich gehe mal eben ins Inventar. Ich meine, so ein bisschen was kann man ja ruhig mal opfern. Wo haben wir denn hier Woodmatches? So, können wir mal eins anmachen, dann sieht man hier ein bisschen mehr. Da ist alles leer. Hier sind noch 4 Fächer. Nix drin. Wollsocken, nicht schlecht. Ah, und es ist ausgegangen, schade. Auch nichts drin. Da war doch noch einer. Ah, Mist, ich mach nochmal eins. Tut mir leid, aber ich opfer die nochmal. Empty, 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 okay. Eine Wasserflasche. Das Wasser hat auch noch gute Qualität, das ist natürlich schön. Und hier im Badezimmer nochmal ein paar Streichhölzer, ein Medizinschrank mit einem Süßigkeitenriegel, einem Nähkit. Das ist ja schon ganz in Ordnung. Okay, hier ist Wasser drin, das können wir später abzapfen. Noch gutes Wasser sozusagen. Also ich meine, klar, ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, wie, wer trinkt ein Wasser aus der Toilette? Aber ich glaube, in dem Zustand... So, dann gucken wir mal hier rein. Noch eine Wollmütze. Also ich würde sagen, wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen was und dann... Ja, sortieren wir aus. Aber hier ist wirklich nicht so viel. Hier ist ein schönes Bett, da können wir drin schlafen. Aber gut, ich würde auch sagen, wir gucken dann mal in der nächsten Folge, ob wir hier noch irgendwie ein paar sinnvolle Sachen finden in dem Haus. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt dieses Spiel, so wie es mir auch gefällt. Und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, in der Wildnis im Nordkanada-Wald zu überleben. Ciao, bis zum nächsten Mal.